In dieser Folge zeigen wir euch, wie wir diese kleine Feuerstelle selbst gebaut haben. Und dies ganz schnell und einfach. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie wir das gemacht haben, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Nun fangen wir an, unsere Feuerstelle zu bauen. Hierfür bereiten wir erst einmal die Fläche vor. Und dafür stecken wir uns die Fläche in einem Durchmesser von 2 Metern rund ab. Nachdem wir damit fertig waren, wurden die Steine einmal provisorisch ausgelegt und ausgerichtet. Nun wurde die Feuerfläche ca. 10 cm tief ausgehoben und parallel wurden die Naturpflastersteine schon mal im Kreis verlegt. Hierfür wurden die Steine auf Beton aufgelegt und dann ausgerichtet. Hierbei wurde auch immer wieder nachgemessen an unserem Pfahl, welcher in der Mitte steckt, ob die Steine noch auf Kurs sind. Nun wurden die Steine verlegt und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, und zwar zum Verfugen. Hierfür wurden die Steine einmal angefeuchtet, damit unser Beton, den wir in die Fugen jetzt gleich reindrücken, nicht am Stein so haften bleibt und das somit leichter abzuwaschen geht. Und somit wurde jetzt jede Fuge einzeln mit Hand gefüllt. Und dies soll im Tab verhindern, dass dort Rasen hochwachsen kann. Nun das Ganze nur noch abspülen und schon ist unsere Feuerstelle fertig. Und bis man das erste Mal drin Lagerfeuer machen kann, sollte man eine Woche warten, damit der Beton ordentlich abbinden kann und dieser dann nicht gleich aufplatzt. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss!